Lautaro Martinez kommt wohl nicht zum BVB. Die Bayern baggern an Emil Forsberg und Hannes Wolf ist Trainer des Jahres? Das sieht ihr des Tages. Mein Name ist Nico. Los geht's! Lautaro Martinez gilt als eines der größten Sturmtalente der Welt. Und in den letzten Monaten haben wir schon von so einigen Vereinen gehört, die ihn eigentlich unter Vertrag nehmen wollen. Zuerst hieß es, mit Atletico sei alles fix, dann hieß es, der BVB sei Frontrunner und dann hieß es, Inter Mailand. Und das sei schon so gut wie zementiert. Und gestern bestätigte Victor Blanco, Präsident des Racing Club, das ist der Heimatverein von Lautaro Martinez, dass der BVB ein neues Angebot abgegeben haben soll. Und zwar jenseits der 30 Millionen. Und dennoch, sagte er, sie mussten das Angebot ablehnen, weil sie mit Inter schon zu 90% einig sind und der Verein sein Wort halten will. Und das, obwohl Inter nur 20 plus 5 Millionen geboten hat. Lautaro Martinez ist zwar noch jung, doch Inter ist bereit, richtig viel Kohle in die Hand zu nehmen, um den Jungen an Bord zu holen. Und sie haben ja eigentlich einen Stürmer, Mauro Icardi, einen der besten der Welt. Und die beiden nebeneinander? Das ist schwer vorstellbar. Stellt sich also die Frage, was passiert mit Icardi im Sommer? Im Dezember kam Emil Forsberg bei RB Leipzig nach einer Verletzung zurück in die erste Mannschaft, aber schaffte den Anschluss nicht so 100%ig. Ich meine, klar, er spielt, aber er ist kein Stammspieler. Und damit ist er überhaupt nicht glücklich. Unter der Woche soll es mit Trainer Ralf Hasenhüttl gewaltig im Training gekracht haben. Und nun kommen erste Wechselgerüchte auf. Demnach ist der FC Bayern München angeblich Topfavorit auf eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Laut Informationen der italienischen Website calciomercato.it. Calciomercato, die Italiener. Das ist immer schön, wenn man italienische Transfergerichte über die Bundesliga hört, dann weiß man, hä? Was? Neben den Bayern sollen Arsenal und Juventus im Rennen sein und mein persönlicher Einwurf ist, was will Bayern mit noch einem Flügelspieler für die neue Saison? In der Bundesliga ist ja ein bisschen ruhig und deshalb sucht sich der DFB jetzt andere Möglichkeiten, um für Schlagzeilen zu sorgen. Und zwar, indem sie den Mann zum Trainer des Jahres küren, der von Taifun Korkut beerbt wurde. Und Taifun Korkut führt die Mannschaft jetzt nach Europa. Und der Mann, der das nicht geschafft hat, der ist jetzt Trainer des Jahres. Hannes Wolf. Mehr sagen wir da einfach gar nicht zu. Wir lassen es einfach nur so stehen. Wenn du ganz eindeutig schlechter als Taifun Korkut bist, und das ist ja erwiesen jetzt, aber Trainer des Jahres. Noch 86 Tage bis zum Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft. Und ich habe das Gefühl, wir werden eines der bestaussehendsten Turniere aller Zeiten haben. Denn immer mehr und mehr Trikots werden jetzt veröffentlicht. Und die meisten sind extrem nice. Guck mir mal ein paar an. Heute wurde bestätigt, dass das hier das Deutschland-Auswärtstrikot ist. Ich find's extrem geil. Außerdem das hier das Kolumbien-Auswärtstrikot. Das ist wirklich fire. Und mein persönlicher Favorit, Belgien heim. Yes, baby. Und ich weiß natürlich, dass ihr wie immer anderer Meinung seid. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Trikots haltet. Ladet euch die OneFootball-App runter, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns zur nächsten Ausgabe. Der Daily News.